Wir begrüßen Sie zum heutigen Länderspiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie vor Ort. Und ich bin mal gespannt, was wir für ein Spiel sehen. Für die Zuschauer und natürlich auch für uns wäre es schön, wenn die Spieler mit dem nötigen Ernst in die Partie gehen. Heute erleben wir hier die Begegnung Russland gegen Frankreich. Die Fußball-WM ist ja auch immer ein Kräftemessen der Taktiken, Buschi. Ja, du hast nicht nur die besten Spieler, sondern auch die besten Trainer der Welt. Die denken sich immer wieder was Besonderes aus. Und das ist für die Fans klasse. Die sehen, wer hat da aktuell die Nase vorn, welche Taktik ist im Moment überlegen, welche Taktik ist vielleicht auch ein bisschen überholt, ein wenig veraltet. Knapp 47.000 Zuschauer gehen rein in das Fischt-Stadion. Ja, und wir haben schon beim Confederations Cup erlebt, was hier los ist, wenn es voll ist. Eine Riesenstimmung. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm tief, Buschi, auch heute wieder. Ja, es geht einfach eher ums Tore verhindern als ums Tore schießen. Das ist eine sehr, vorsichtig ausgedrückt, defensive Ausrichtung. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschi. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie vorne mit einer hängenden Spitze agieren. Häufig stehen bei dieser Formation ja beide Stürmer auf einer Höhe. So, jetzt geht's hier endlich los. Und es wird sich zeigen, wer hier die besseren Ideen hat. Roman Sobnin. Da steht die Abwehr sicher. Und Griezmann. Weg ist der Ball. Fängt diesen Ball ab. Mbappé. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Pogba jetzt. Super dazwischen gegangen. Abwehr hat aufgepasst. Pavard. Ganz einfach an den Ball gekommen. Angriff der russischen Mannschaft. Rausch. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Hoho, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Griezmann geht in die Offensive. So, jetzt Antoine Griezmann. Griezmann, Riesenchance. Abgewehrt vom Torwart. Die Franzosen mit der Ecke.
Die Ecke kommt von Griezmann. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Smolov. Das könnte gefährlich werden. Und das ist der Ballverlust. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Das könnte es sein. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Von Freude ist da jetzt im Moment mal gar nichts mehr zu sehen in seinem Gesicht. Den Ausgleich, den hätte er natürlich gerne vermieden. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ball bei Griezmann. Vielleicht geht da was. Und jetzt der Schuss. Den hält er super. Kommt jetzt die Flanke rein. Die kurze Variante. Alexej Miranchuk. Mbappé. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Neustädter. Russland macht Druck. Sehr gut gespielt. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Conte. Klasse Pass. Gute Chance. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. Das könnte die Chance werden. Jetzt die Flanke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Griezmann jetzt. Griezmann hat Platz. Ja, Flanke kommt gut. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Angriff der russischen Mannschaft. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Da kommt die Flanke. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Nee, kein Tor. Ach, mit dem Kopf. Was für eine Aktion. Eine super Chance. Da wäre fast das Tor gefallen. Und per Kopf weitergespielt. Coman. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier... Im Fischstadion geht es jetzt weiter. Wir gehen rein in diesen zweiten Durchgang. Abgefangen, gut gemacht. Rausch. Sie bekommen den Einwurf. Geht weiter hier, schneller Einwurf. Fahne ist oben, da ist er etwas zu früh losgelaufen.
Alexej Miranchuk. Roman Sobnin. Oh, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Alexej Miranchuk. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball kommt. Da war sie, die Chance zur Führung, aber vergeben. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Weg ist der Ball. Griezmann jetzt mit tollem Einsatz, fordert den Ball. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Schwache Aktion, Ballverlust. Russland macht Druck. Da ist die Hereingabe. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko, da muss schon alles stimmen, das war hier nicht der Fall. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ball schon wieder weg, gut gemacht. Conte. Herr Griezmann. Das gibt Freistoß für Frankreich. Griezmann. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Juba. Wird das seine Torchance? Hereingabe jetzt. Szene geht weiter. Herr Griezmann. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da ist die Flanke. Gut gespielt. So, die Führung. Darauf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird auch hochinteressant. Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt. Und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtig. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Es läuft alles für die Franzosen. Sie liegen hier vorn. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Wird's jetzt gefährlich? Das könnte die Gelegenheit geben. Lacazette! Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Samedov. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und jetzt die Chance. Kingsley Coman. Der Ball ist drin. Jetzt haben sie ja alles im Griff und können mit diesem Treffer noch erhöhen. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ballverlust. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Da zieht er ab. Da verlieren sie den Ball. Und nun Pogba. Zagojev. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kommt die Hereingabe. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Rausch. Samedov. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Den Ball hat er, ganz souverän. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Sie gewinnen dieses Freundschaftsspiel und auch wenn es heute nicht um Punkte ging, bringt Ihnen dieser Sieg etwas, finde ich. Klar, gutes Training und sicher auch gut fürs Selbstvertrauen. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.